Hallo, ich bin's, der Robert, und ich begrüße euch zu einer brandneuen Ausgabe von Hallo Okidoki. Hallo Okidoki, hallo Oki, yeah, Okidoki, yeah, hallo Oki, oh, Okidoki. Heute bei uns, Maxim wird für die Kinderoper Moby Dick zu Matrosen. Konstantin und der sprengbefugte Martin lassen es krachen. Und mein Buchtipp, die unsichtbaren Vier. Moby Dick ist ein weltbekannter Roman, der jetzt von den Wiener Sängerknaben als Kinderoper aufgeführt wird. Neben dem weißen Pottwal und Kapitän Ahab spielen übrigens 25 Matrosen eine wichtige Rolle. Einer von ihnen, Maxim, hat uns zu den Proben hinter die Kulissen mitgenommen. Hört sich für viele lustig an, ist aber harte Arbeit. Maxim hat gerade Gesangsprobe mit Gerald, dem künstlerischen Leiter des Knabenchors. Es darf dann nicht sein. Für die Oper Moby Dick üben Maxim und sein Freund Philipp ihr Solo. Dabei ist die genaue Aussprache der Wörter sehr wichtig. Ich komme aus Russland, ich lerne Deutsch nur ein halbes Jahr. Aber diese Oper Moby Dick hilft mir. Maxim spielt in der Oper den Walfänger Clem. Gerald zweifelt nicht dran, dass Maxim bald auch mal eine größere Rolle spielen wird. Der Maxim ist ein sehr, sehr positives Kind und auch ein sehr musikalisches Kind. Und es freut mich sehr, dass er schon so weit mitmachen kann, dass er auch eine Solorolle übernehmen kann. Maxims Tag im Internat ist sehr durchgeplant. Wenn er nicht gerade singt oder vor seinen Schulbüchern sitzt, dann spielt er liebend gern Klavier. Seine Mutter hat sein Talent schon früh entdeckt. Da war Maxim gerade 6 Jahre alt. Er hat in Russland bereits in 2 Musicals mitgespielt. Und den besonderen Feinschliff seiner Stimme bekommt er jetzt in Österreich. Es war auch schwer ohne Mutter und ohne Familie. Jetzt, ich habe ein bisschen Deutsch gelernt, jetzt kann ich schon sprechen. Und ja, ich habe schon Freunde gefunden. Und jetzt ist alles viel besser. Und langweilig wird ihm sicher nicht. Heute steht die Kostümprobe von Moby Dick an. Also schaut Maxim noch schnell bei der Schneiderin vorbei, die 25 Matrosenkostüme näht. Kann ich mal ein Kostüm anprobieren? Ja, ist schon fertig. Bisschen weit, oder? Dann können wir es noch enger machen. Dort entdeckt er Gustav. Das Maskottchen der Sängerknaben wird in der Schneiderei zusammengeflickt. 16 Taler ist die Welt, 960 Goschen. Die Probe hat schon angefangen und Maxim wäre wegen Gustav nun fast zu spät zum Einsingen gekommen. Manolo, der Kapellmeister, heizt den Buben richtig ein. Zunge, 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 Zunge. In der Oper wollen Kapitän Ahab und seine Mannschaft den Wal Moby Dick fangen. Ahab verspricht dem Matrosen, der den Wal erwischt, reich zu belohnen. Maxim ist von der Oper Moby Dick begeistert. Ich mag dieses letzte Bild, wo ist so eine Musik so wie Wellen. Maxim möchte einmal Schauspieler werden oder ein berühmter Sänger. Ich mag das. Ich stehe auf der Bühne und alle Leute schauen nur zu mir. Oh, okidoki. Wenn es in Actionfilmen kracht, dann ist ein Sprengmeister im Einsatz. Wir wollten wissen, was ein Sprengbefugter abseits von Hollywood so alles in die Luft jagt. Und deshalb waren wir bei der Sprengung eines Futtersilos im Waldviertel in sichere Entfernung mit dabei. Das war auch gut so, denn manchmal geht auch was schief. Konstantin ist heute zum ersten Mal bei einer Sprengung dabei. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Sprengbefugter Martin leitet den heutigen Einsatz. Und was sprengen wir denn heute? Heute sprengen wir den Silo. Und ich zeige dir jetzt, was wir alles dafür brauchen, super, was wir geplant haben. Super. Wichtig bei Sprengungen ist die eigene Sicherheit. Ein Helm ist für den 12-Jährigen Pflicht. Was ist sonst noch wichtig bei der Sicherheit der eigenen? Die persönliche Schutzausrüstung, okay, von Jacke über Sicherheitsstiefel. Was Martin für die Sprengung benötigt? Klar, Sprengstoff. Den bekommt er als Sprengbefugter nur mit einer Genehmigung. Sieht ja schon ein bisschen anders aus als meine Silvesterkracher. Ist etwas anderes, ja.
Gleich 27 Kilo kommen heute zum Einsatz. Na, wenn das mal gut geht. Also wenn das eh so viel ist, kann ich da nicht eins mitnehmen, um meinen Lehrern einen Streich zu spielen? Das ist zu gefährlich. Das darf nur ein Sprengbefugter besitzen. Und wenn man es angreift, da ist ein Öl drinnen, von dem bekommt man Kopfweh. Darum habe auch ich die Handschuhe an. Was gefällt dir am besten an deinem Beruf? Das ist ein spannender Beruf, wo genau gearbeitet werden muss, wo die Tätigkeiten dementsprechend die Berechnungen durchgeführt werden müssen, um zu dem Sprengerfolg zu kommen. Und es ist ein schönes Gefühl, wenn dann der Turm, heute der Silo, umfällt. Und den beschreiten die beiden jetzt. Ganz schön hoch, dieser Betonklotz. Ganze 6 Meter. Wie die Sprengung wohl ablaufen wird? Ja, ich glaube eigentlich, dass er in sich zusammenfällt. So rüber und dann so in sich. Die Sprengung richtet sich nach einem Sprengplan. Zuerst wird die berechnete Höhe angezeichnet. Konstantin legt selbst Hand an. Und was passiert, wenn man da das falsch anzeichnet oder sich verrechnet und vermisst? Wenn man sich vermisst, kann es sein, dass der Silo nicht umfällt. Und wenn man sich verrechnet und man verwendet zu viel Sprengstoff, kann es sein, dass der Beton und das Sprengprodukt zu weit fliegt. Damit die Sprengladungen gut halten, bohrt Martin Löcher in die Markierungen. Mit einem Draht werden diese dann befestigt und mit einer Sprengschnur verbunden. Schließlich sollen sie alle gleichzeitig explodieren. Also ich freue mich jetzt schon auf die Explosion, weil ich sowas noch nie gesehen habe, also außer in Filmen. In sicherer Entfernung von 200 Metern steht die Zündmaschine. Und damit wird das gezündet, oder? Da wird jetzt die Zündleitung angeschlossen. Dann wird so lange gekurbelt, bis das Strom entsteht. Und diese geht über die Leitung in die Zünder und aktiviert diese. Martin gibt das Sprengsignal, damit alle den Gefahrenbereich verlassen. Dann folgen 2 kurze Töne, bevor die Sprengung beginnt. Feuer! Wahnsinn! Konstantin ist von der Kraft der Sprengung überwältigt. Gut, dass alle in sicherer Entfernung waren, denn es ist mehr explodiert und eingestürzt als beabsichtigt. Ob Sprengmeister Konstantins Traumberuf ist? Das war echt eine Wahnsinnsexplosion. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so gewaltig ist. Und deswegen ist es mir auch als Beruf etwas zu gefährlich. Und das würde ich jetzt eher nicht machen. Manchmal wäre ich wirklich gern unsichtbar. Doch wenn ich unsichtbar Verbrecher jagen müsste, freue ich mich dann doch, dass diesen heiklen Job die 4 Profidetektive aus meinem dieswöchigen Buchtipp übernehmen. Ben, Max, Anton und ihr Hund Watson sind die unsichtbaren 4. Ihre Mission? Sie jagen Gangster und Ganoven. Ihre Geheimwaffe? Sie können sich unsichtbar machen. Ihr Risiko? Sie haben nur 7 Minuten Zeit, ihre Mission zu erfüllen. Und dann passiert etwas Schlimmes. Max wird sein Ring gestohlen. Nur mit ihm kann er unsichtbar werden. Noch dazu beobachten die 4 einen Einbrecher in einer alten Villa. Hängen die beiden Diebstähle zusammen? Mara, Rebecca und Konstanze haben ihren Spaß beim Lesen gehabt. Mir hat's gut gefallen. Ich fand's spannend, wie sie in die Villa eingebrochen sind. Ich finde es cool, dass hinten Tipps für Detektive sind und ich gebe dem Buch die Note 2. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es sehr spannend ist und dass es am Schluss Detektivtipps gibt für seinen eigenen Detektivclub. Ich gebe dem Buch die Note 1. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es 3 Symbole gab, einen Ring und eine Münze und ein Schloss, mit denen man sich unsichtbar machen konnte. Deswegen gebe ich dem Buch eine Note 1. Die 3 Leseratten vergeben zusammen die Note 1-. Was ihr nächste Woche alles unternehmen könnt, das zeige ich euch jetzt in unseren Freizeittipps. Manege frei heißt es ab dem 22. März in Laxenburg. Der Zirkus Picard öffnet seine Zelte und lädt zu seiner spektakulären Show ein.
Ob schwindelerregende Kunststücke am Trapez oder lustige Tricks beim Jonglieren, jeder kommt hier auf seine Kosten. Aber kommt am besten selbst vorbei und lasst euch verzaubern. Wolltet ihr schon immer einmal die Tiefen der Tierwelt erkunden? Das Haus des Meeres macht es möglich. Taucht ein in die Welt der Reptilien und beobachtet jeden Donnerstag und Sonntag die spannende Fütterung der Krokodile und Giftschlangen. Werdet Zeugen, wie sich die sonst so gemütlichen Tiere in flinke Jäger verwandeln und ihre scharfen Zähne wetzen. Esel Erwin ist auf der Flucht vor dem bösen Müller. Auch Harald Hahn, Hund Kuno und Katze Karla soll es an den Kragen gehen. Aber Erwin weiß Rat. In Bremen werden doch Stadtmusikanten gesucht. Also auf nach Bremen oder besser auf nach Güssing und Eisenstadt zu den Bremer Stadtmusikanten des Theaters Mimikry. Hier gibt es am 9. und 10. März tierisch gute Musik. So, und jetzt bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch ein feines Wochenende, auch mit dem Programm von Okidoki hier in ORF 1.